Herzlich willkommen, liebe Leute, bei einer Emission der Blick auf Europa. Wie der ganz viele von euch wissen, setze ich mich regelmäßig an für Passagierrechte am Transport, bei unserem Transportausschuss, aber auch sonst auch immer. Das ist so, dass wir als einzig auf der Welt Europa Passagierrechte hat. An allen Transportarten, das heißt nicht nur an der Luftfahrt, sondern auch auf der Eisenbahn, bei den Busreisen und bei der Schiffreise. Das ist so, dass man, ich will mich auf zwei Punkte konzentrieren. Das ist die Luftfahrt und das andere, dass ein bisschen Eisenbahn, wo Neuigkeiten gehen, einerseits, und auch auf der anderen Seite, wo ich schon mal lange drauf schaffe. Das ist so, dass man an der Luftfahrt seit 2004 eine Gesetzgebung haben, die ein bisschen neugemacht ist. An mir als Parlament haben da ganz eifrig drauf geschafft. Ich war Reporter der Zeit, das war 2013. Wir haben 2014, just vier Runde Wahlen, haben wir aufgeschlossen. Und wir werden noch immer drauf, dass das Parlament hat eine definitive Position. Und der Korsai hat ein Problem mit Gibraltar, das ist ein Streit zwischen Spanien und Großbritannien, sodass das nicht vorgeht. Und das ist bedauerlich, weil das ist so, dass wir da ein ganz paar die Rechte der Leute am Fonds fehlenthalten gehen. Das ist, wir gehen ganz gerne verhandeln. Wir kommen aber nicht an Verhandlungen, an den berühmten Trilog mit dem Korsai, weil, wie gesagt, weil der Korsai keine definitive Position arretiert hat. Das feiert dazu, dass auf politischem Niveau am Anfang Stillstand ist. Und weiter geht es aber mit verschiedenen Urteilen von der Cour de Justice, nicht nur von der Cour de Justice Européenne, sondern auch aus verschiedenen Ländern, gehen ein paar die Gerichtsurteile geholt, sodass am Anfang Gerichte als Arbeit machen. Das ist eine ganz bedauerliche Situation, die mich eigentlich richtig frustriert, weil wenn ich seit 3 Jahren darauf warte, für an Verhandlungen anzutreten, dann ist das nicht ganz flott, wenn ich auf der anderen Seite keinen Partner habe. Das ist so, dass in der Zwischenzeit natürlich ein ganz paar die Leute immer besser informiert sind über die Rechte. Und dann ist es ja so, dass sie die versuchen anzuklauen, was ganz legitim ist. Und was dann in dem Moment aber zu einer ganzen Reihe Probleme feiert, sodass sich in der Zwischenzeit ein ganz paar die Anwaltskanzleien darüber spezialisiert tun. Spezialisiert besonders über Internet, das heißt, ihr könnt in so eine Agenz wenden. Die halen dann einen gewissen Prozentsatz von dem zurück, was hier noch angeklagt wird. Wenn sie nicht recht kriegen, wenn sie nicht kriegen, dann hätten sie natürlich auch Pech. Das ist eine Situation, die von Anfang an klar ist. Die lässt einen gewissen Prozentsatz, lässt in dem Moment, wo der Recht kriegt, von dem Montant, den ihr zu gut steht, lässt dann und die Verkote. Da ist es bis jetzt so eine Vielfalt von so einer ganzen Party Kanzleien. Die haben sich in einer Organisation, einer Assoziation zusammengefasst. Und das sind die Claiming Agencies. Und die haben sich zusammengefasst in der Alpra. Das ist, wie gesagt, in dem Moment eine Assoziation. Und das tun die Airlines eigentlich auch viel lieber. Das heißt, von den Airlines, die haben ja ganz berechtigt, dass sie Verspätung haben, dass der Vol ausfällt oder so viel durch extraordinäre Zirkonstanzen, also Zirkonstanzen exzeptionell. All diese Sachen, oder durch die Wirt oder durch sonst irgendetwas, was nicht geklappt hat. Das heißt, sie treten da ganz gerne mit der Assoziation in Verbindung, für sich dort zu erklären, dafür zu sagen, hey, das sind Gründe, und dann ist es wie bei all Gericht, da muss ich gucken, was rauskommt. Ich hatte die Chance für die Assoziation, HLO besucht zu haben, wo sie sich gebildet hat, wo sie sich gegründet hat. Und wie gesagt, ich habe den Event patroniert. Das war ganz interessant. Da waren die Akteure und alle Götten ein bisschen zusammen, für über das Sujet zu schwätzen. Wir sind aber auch am Gang, Passagierrechte auf der Eisenbahn neu zu machen. Da gehen die Rechte seit 2007. Und da waren immens viele Ausnahmen eigentlich an dem ersten Text, sodass es ganz schwierig war, für seine Rechte anzuklauen. Einerseits waren, wie gesagt, den internationalen, das war abgegriffen, mit den grenzüberschreitenden war rausgeholt, der nationale Fernverkehr war raus, der öffentliche Transport war raus, sodass er da, wie gesagt, schon ein ganz paar Probleme hat von Anfang an. Dann ist es doch eine Differenz zu der Luftfahrt. An der Luftfahrt gehen nicht fest Montagen, gehen nicht am Anfang fest Strophen von den Sowjetunionen. Auf der Eisenbahn hängt der prozentual vom Ticket auf, was er bezahlt tut, prozentual davon steht die Entschädigung zu gut. Dann ist es natürlich auch so,
dat noch nicht so bekannt war. Das heißt, die Informationen über die Rechte waren noch nicht so klar und deutlich bekannt. Es war auch nicht so viel Transparenz. Etwas, was sich mich spät gebildet hat, ist noch nicht so bekannt, ist noch nicht so fest an den Köpfen der Leute dran. Das geht mit dem neuen Text geht das viel besser. Es gibt viel mehr Ausnahmen, es gibt viel mehr klar. Ein Text, wo wir auch noch drauf schaffen, natürlich die Proposition von der Kommission ist schon gut, geht in die richtige Richtung, wir werden das noch verbessern, wie zum Beispiel auch noch viel mehr verstärkten Rechte bei der Information, auch um TG, was klar und deutlich Rechte sind, was das so gut tut, am Fall wo, das wäre so, dass ein Akkui, Heinz, da muss stattfinden, dass er eine Urteilsübernüchtung bezahlt wird, all diese Sachen muss klar und deutlich, schon bei der Buchung von der Reise muss das schon deutlich erfasst sein, ob er im TG. Dann haben wir auch besonders Rechte für Leute mit einer Behinderung. Da waren die Bisselot, die waren zwar abgegriffen, aber das war schwierig. Das geht noch viel besser geregelt, viel mehr klar. Es geht auch so, dass verlangt wird, dass Personal geschult wird. Das ist nicht nur an den grossen Gärten, aber sonst auch überall. Dass die Leute sich, wie gesagt, nicht nur rumfallen, hilflos, mittellos, aber dass sie wirklich eine anständige Betreuung kriegen, wie wir uns das vorstellen. Die Information über die Verspätung, über die Annulationen, die Information, wie gesagt, muss alles besser gehen. Und dann ist es so, dass auch die ganze Beschwerdeprozedur, das heißt, wenn wir an der Luftfahrt schon haben, weder ihr schuldet, wenn da Probleme hat, die ganzen Formulare, alles das geht uniformisiert, harmonisiert, geht auch viel mehr deutlich gemacht, für das auch da viel mehr Probleme hat. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, und das ist, die, wie ich vorher gesagt habe, die Circonstance exceptionell. Wenig als möglich, so etwas zu verhindern, aber wenig kriegt eine Airline recht, eine Zugorganisation recht, also ein Organisator von so Zugreisen, wenig kriegt ihr recht, wenn heiliger Gewalt vier Leute. Das war bis jetzt ein großes Problem. Da hat 2013 die Cour de Justice ein Urteil geholt, wo die Eisenbunde muss responsabel sind, trotz allem, wo von keine Ausnahme möglich war. Aber bei der Luftfahrt sind nicht Ausnahmen, aber wir versuchen das trotzdem zu harmonisieren. Erstens auch schon für eine unfaire Konkurrenz zwischen den einzelnen Transportarten, für die zu vermeiden. Wie gesagt, das ist ein Kommissionsvorschlag, den wir darauf schaffen. Bis den 21. März haben wir hier Zeit, für Propositionen heranzureichen. Wir werden uns da, wie gesagt, darum bemühen, dass wir nicht nur an der Luftfahrt, wo das schon lange bekannt ist, mehr auch auf der Eisenbahn, auch bei den internationalen Busreisen und auch bei den Schiffsreisen, dass wir da gleich Bedingungen mehr oder weniger kriegen. All Sektor hat natürlich seine Spezifizitäten, aber dass wir auch eine Harmonisation kriegen zwischen den einzelnen Passagierrechten. Das ist in Europa extrem wichtig. Das ist wichtig für die Passagiere, für den Konsument. Und dafür schaffen wir hier am Parlament, aber auch die Kommission und den Conseil. Merci für das Nachgucken. Bis die nächste Woche.